Wunderbar, dann gucke ich mal jetzt, was ihr für Fragen habt. Also, Wolfswiss A schreibt Hörbuch über das Ikigai. Ich wollte wirklich weg von der Interpretation, weil, wie gesagt, die Grundlage ist entweder, man ist Teil der japanischen Kultur, also das Nummer 1 wahrscheinlich, und Nummer 2 ist das Buch, was es noch nicht mal in Englisch gibt, von 1955. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass viele Leute selber irgendwas dazu entwickelt haben und dieses Ikigai dann eben literarisch, so wie sie das gerne möchten, aufgearbeitet haben. Also es gibt da für mich nichts Greifbares, was ich auch, ne, wenn ich das weiß, ist das ja gut. Ich wollte das Ikigai wirklich als Konzept einfach einführen und noch nicht ganz Buchkonzeptgeschichten drumherum, sondern eben als Grundlage, um die Abwege vom Ikigai zu betrachten, die eigentlich eher normal sind. Die Geräusche der Erde, also dies, was du geschrieben hast, die ersten Geräusche, Wind, Wellen des Meeres, unabhängig davon, ich finde es interessant, ich höre zwar ab und zu noch Musik, aber für mich werden eben so Naturgeräusche immer relevanter, komischerweise. Weil manche Leute sagen das auch, die eben sehr lange schon eine Meditationspraxis haben, dass das deren Entwicklung ist. Ne? Okay, ich gehe trotzdem, auch wenn das jetzt nicht ganz hierher passt, ne? Andreas schreibt, beim Entengang wird der Schritt der Ente nachgemacht, warum nicht deren Sprache? Also weil den Entengang gibt es nicht. Ne? Den habe ich eingeführt. Es gibt sowas Ähnliches wie dieses Chi-Tragen, was wir da machen. Ich kann das jetzt, also wir machen so ein links, rechts, leicht schräge Fuß aufsetzen und bewegen unseren Körper eben mit dem Gewicht von einem Bein zum anderen, sodass wir eben wie Enten auf dem Trockenen unser Gewicht verlagern, was sehr wichtig für die Knie ist. Ne? Und dann kommen dann noch ein bisschen die Arme zu. Also das ist definitiv von mir, ne? Also auch der Name dafür. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist ja, muss nicht nur von mir sein, da können andere auch drauf kommen, solange die eben die Ergonomie der Knie betrachten und mal eine Ente genauer angucken. Weil es gibt das, zum Beispiel das Spiel der Tiere. Warum mache ich das nicht? Weil ich nicht die schamanische Richtung beibringe. Ich benutze schamanische Techniken nur sehr, sehr selten. Wirklich extrem selten, sehr, sehr vorsichtig. Aus mehreren Gründen. Also erstmal wollen wir nicht zu Tieren werden. Das ist Nummer 1. Dann würde das einen Sinn machen. Ne? Gehen wie eine Ente, werde zu einer Ente. Erlebe die Ente. Versuch zu denken wie eine Ente. Man kann das sehr weit treiben. Ne? Also wenn man sich sehr viel Zeit nimmt, dann kann man riechen wie eine Ente. Das ist möglich. Schamanisch. Ne? Mache ich nicht. Ne? Weil wir das nicht brauchen. Weil es für viele ist, also man kann das gut verkaufen, weil das ein extremes Erlebnis sein kann. Also sowas ist dann schon weltprägend, dass das dann, also weltsichtprägend, dass man das so stark verinnerlichen kann und wirklich zu so einer Ente werden kann, zu einem Bär, zu einem Fuchs und so weiter. Obwohl man sehr weit weg davon ist und Bruder Fuchs und so. Na, Bruder Fuchs kann man hier in Berlin sogar oft noch sehen, ich mag den. Aber andere Tiere wie Bären, mit denen ist man nicht mehr groß geworden, bla bla. Also ich nehme das nicht, weil ich weiß, wie das geht. Ich weiß, das ist eine Technik,
Damit spielt Mann oder Frau nicht rum. Jetzt auf Ikigai bezogen, wenn ich einen Kurs hätte und da ich das so gut kann und das immer wieder machen würde, ich würde viele Leute kriegen, weil das viel hermacht. Da kann man was erleben. Aber das ist nicht richtig. Das ist wirklich wie eine Medizin. Das ist eine Medizin für bestimmte Zustände, die man dann punktuell mal anwendet bei einem Menschen, der das gerade braucht. Erstens nutze ich die Medizin ab. Und ne, wenn ich das jetzt so einfach immer machen würde, und es schlaucht mich auch. Ne? Also wenn das effektiv sein soll, dann ist das ziemlich herausfordernd. Ja. Und es verstellt den Blick zu dem Hier und Jetzt, wie du als Prozess wirklich bist. Das ist bei den meisten Sachen so. Ne? Bei allem, was man, also geführte Meditationen, ich kann euch das nur empfehlen, das auch mal zu machen. Ne? Nehmt geführte Meditationen oder Yoga Nidra und sowas. Ne? Es hilft. Aber das Problem ist, wenn ihr dann wirklich immer mehr merkt, das ist für mich nicht stimmig. Ne? Also wenn ihr in so einer Entwicklung dann seid und merkt, irgendwie führt das nicht, ist das hohl, es führt nicht weiter. Ne? Und ihr dann immer mehr zu dieser Stille kommt und Selbstreflexion. Also immer mehr aus dem lernt, was ihr selber seid, ja, bedingt das Entstehen. Und deswegen ist das wichtig. Das führt auch zu diesem Nicht-Selbst und so. Immer mehr eine bestimmte Art, die sich selber nicht mehr wichtig nimmt. Also nicht mehr auf Formal-Ego. Ich bin Geschäftsführer, ich besitze das, ich muss haben, ich erreiche das. Das nimmt immer mehr ab. Aber natürlich musst du was zu essen haben. Du musst zum Klo gehen. Also du bist nicht weg. Aber diese Selbstbildgewichtungen werden immer weniger äußere, formale Sachen zu mehr, was ist jetzt hier? Und das verdeckt das. Wenn ich Klangschalenmeditation mache, muss ich zum stillen Sitzen ohne Klänge kommen. Und das ist enorm. Man will dann immer wieder das, was ich hatte mit der Klangschale erlebt habe, auch beim stillen Sitzen. Das, was ich bei einer geführten Meditation in mir erlebt habe, beim Yoga Nidra, das erwarte ich dann, wenn ich in Stille sitze, und das ist ganz anders. Diffiziler, langweiliger. Ja. Gibt dann noch einen anderen Effekt, aber das kommt dann wann anders. Aber das ist der Grund, warum ich das nicht mache. Dass man das Gehen wie eine Ente, kann man sich vorstellen als Beispiel, und dann geht man so, aber ich werde nicht zur Ente. Genug. Haben wir noch? Haben wir noch? Wir hatten schon mal die Geschichte von Medizin. Der spanische Wikipedia-Artikel. Und Schamanen sind im Grunde genommen, Schamanen und Priester sind die Ursprünge von Medizinern. Also sie haben sich gesorgt um ihre Stammesmit- oder Dorfbewohner. Dorfbewohner. Und haben eben geguckt, welche Pflanzen helfen und so weiter, welche Vorstellungs-, also alles, was denen zur Verfügung gestellt, zur Verfügung war, haben die natürlich benutzt. Nicht nur zum Heilen ihrer Mitbürger, auch um sie hinters Licht zu führen, aber das ist was anderes. Sie gehen mal von dem guten Schamanen aus, ja, der den Leuten was Gutes will. Also so sind dann eben auch, ist das Wissen über Pflanzenheilkunde, wie verhält es sich mit den, ja, Hexen auch. Ja. Hexen sind im Grunde genommen ja Schamanen. Hexers Gebräu haben wir am Freitag. Ja. Also das Doofe ist Castaneda, ne? Don Juan,
Es ist eigentlich ganz nett. War ja in den 70ern super modern, das Buch. Also wie erfährt man mehr? Also ich würde empfehlen, guckt euch erstmal Dokus an von Feldberichten von Anthropologen. Fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber ein Anthropologe war in den 70ern auch ziemlich bekannt. Der hat, glaube ich, ziemlich lange bei den Yanomami gelebt und so. Also um irgendwie Kontakt mit der Stammesstruktur zu kriegen und die Stellung von einem Schaman und so. Aber die schamanischen Praktiken, oh, also das muss einem selber übermittelt werden. Und da gibt es eben auch ganz merkwürdige Sachen. Ja. Also dazu gehören auch Traumreisen und all sowas. Und nee, das führe ich nicht aus. Also es gibt auch andere Möglichkeiten der Übermittlung. Aber das ist dann Esoterik und das hat nur einen Sinn, wenn man sich da wirklich selber dann drauf einlässt und man selber auch bereit ist dazu. Und zwar nicht. Also indem man auch den Affengeist kennt. Ne? Weil sonst kann das auch wirklich gefährlich sein. Im tibetischen Buddhismus zum Beispiel ist viel vorhanden. Ne? Es gibt da drei Richtungen im tibetischen Buddhismus und eine, ich glaube, Bön, ist ziemlich nah. Also sie haben sehr viel von ihrem Schamanismus übernommen. Und das ist dann auch in Sutren vorhanden und Taktiken und so weiter und bla bla. Ja. Also da ist viel, viel gut dokumentiert. Ne? Sofern du tibetisch kannst. Genug für heute. Genug für heute. Alle Fragen beantwortet. Okay, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Termin. Wann ihr wollt. Danke.